Die meisten der Bücher hier habe ich sogar gelesen. Ich habe gewissermaßen 40 Jahre Jura studiert. 80 Semester. Verlassen Sie sich ja ganz auf mich. Der Prozess kostet Sie keinen Pfennig. Diesen Miethai zwingen wir in die Knie. Mit allen Mitteln der Zivilprozessordnung. Und Sie glauben, dass ich dann in meiner Wohnung bleiben kann? Hier ist alles, was Sie brauchen für Ihren Prozess. Die Klageschrift, sämtliche Anträge und Beweismittel. Das Einzige, was Sie nicht brauchen, ist ein Anwalt. Aber das stimmt doch gar nicht. Wer Recht hat, darf auch mal lügen, um sein Recht zu bekommen. Danke, Herr Hübner. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Hübner, ich hätte hier was für Sie. Vielleicht interessiert Sie das. Vom Feinsten? Dr. Philipp Binge. Richter am Oberlandesgericht. Aber jetzt ist er pensioniert. Wie kommt man eigentlich dazu, mit alten Rechtsbüchern zu handeln, Herr Hübner? Vergeltung. Vergeltung? Ich wäre ein guter Richter geworden. Besser als diese ganzen. Ist ja egal. Hab's ja mal studiert, gleich nach dem Krieg, solange es eben ging. Aber wenn man die Wahl hat, kaufe ich mir was zu fressen oder Fachliteratur. Ich wäre ein guter Richter geworden. Dafür hat's mein Sohn geschafft. Staatssekretär ist da drüben in Wiesbaden. Und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn er am Ende nicht noch Justizminister wird. Also, mein Bruder wickelt hier alles ab, mit den Möbeln und dem Haus. Und Sie, Händling, nehmen dann bitte auch die Dokumente aus. Und Frau Mertens, mein Bruder wird sicher eine nette kleine Wohnung für Sie finden. Sie können uns ja mal besuchen, Frau Mertens. Nächstes Jahr, zu Ostern oder so. Kopf hoch, Frau Mertens. Wir schalten jetzt direkt ins Hessische Justizministerium nach Wiesbaden. Dort befindet sich unsere Mitarbeiterin Ruth Löwenberg im Gespräch mit Staatssekretär Dr. Sven Hübner. Herr Staatssekretär Hübner, Sie sind heute mit einem sehr unkonventionellen Vorschlag an die Öffentlichkeit getreten. Ja. Wir geben den pensionierten Richtern der alten Bundesländer die Möglichkeit, sich in den neuen Bundesländern als Richter wieder reaktivieren zu lassen. Ein Beitrag gegen den akuten Richtermangel in der ehemaligen DDR. Und mit wie vielen Pensionären rechnen Sie? Ich gehe davon aus, dass sich weit über 20 pensionierte Richter bei uns melden werden. Es wäre doch schade, wenn dieses Potenzial an Sachkompetenz brachliegen würde. Deshalb fordern wir alle älteren Richterkollegen auf, sich unser Angebot zu überlegen. Es ist doch eine fantastische Möglichkeit, im Alter noch einmal aktiv in das Zeitgeschehen eingreifen zu können. Wie viele pensionierte Richter haben Sie denn schon vorzuweisen, Herr Staatssekretär? Wir verhandeln noch, Herr Minister. Sie verhandeln? Mit wie vielen verhandeln Sie? Es handelt sich bei den Verhandlungen um Vorverhandlungen. Das heißt, Sie sind in die Öffentlichkeit gegangen, ohne dass Sie bereits feste Zusagen hatten? Herr Minister, wie stehe ich jetzt da vor dem Ministerpräsidenten? Bis übermorgen erwarte ich ein positives Ergebnis, Hübner. Jawohl, Herr Minister. Herr Staatssekretär? Kein Kommentar. Thank you.
Dieser Herr Binger braucht die Bücher wirklich nicht mehr? Wie denn? Der kommt ja nicht mehr wieder. Spanien. Von heute auf morgen. Zuerst wollten wir ja beide gemeinsam. 21 Jahre habe ich ihm den Haushalt geführt. Er hat es mir doch versprochen gehabt. 21 Jahre. Jetzt braucht er mich nicht mehr. Wo er doch diese... Wo er jetzt halt pensioniert ist. Ach, ihr Sohn. Der sieht heute aber gar nicht glücklich aus. Wenn alle pensionierten Richter nach Spanien fahren? Vielleicht wird sich ja doch noch einer melden. Wie viele pensionierte Richter haben Sie vorzuweisen, Böhmann? Herr Staatssekretär... Ich bin beim Minister im Wort. Herr Staatssekretär... Wie stehe ich jetzt da vor dem Minister? Bis morgen erwarte ich ein positives Ergebnis. Herr Staatssekretär, wir haben doch bereits... Bitte? Einen. Binger? Philipp Binger? Nein, das kann ich den Richterkollegen in der ehemaligen DDR nicht zumuten. Binger. Unmöglich. Dieser gnadenlose Knochen. Mann, war ich froh, als er damals pensioniert war. Binger. Also absagen. Na, um Gottes Willen. Der Mann ist meine letzte Rettung. Aber bitte regeln Sie die Reaktivierung schriftlich. Ich habe keine Lust, den Karl wiederzusehen. Verstanden. Böhmann. Schicken Sie ihn an irgendeine kleine Provinzklitsche. Da kann er nicht so viel Schaden anrichten. Also doch. Jetzt knallen die uns einen von drüben vor die Nase. Dr. Philipp Binger, Senatspräsident beim Oberlandesgericht. Und ich hatte gehofft, die Zeiten sind endgültig vorbei. Wir werden gelenkt von sklerotischen Greisen. Der Mann ist fast 70. Du und deine Vorurteile lernen erst mal kennen. Senatspräsident beim Oberlandesgericht. Eine Kapazität. Wenn die so was Hochkarätiges hierher in unser kleines Kreisgericht delegieren, die haben noch was vor mit uns. Fragt sich bloß was. Ach, das ist aber schön, dass Dr. Binger sich beworben hat in neuen Bundesländern. Und wieder eingestellt wird. Für meinen Sohn höchstpersönlich wieder eingestellt wird. Sehen Sie, kommt also doch wieder zurück aus Spanien. Der kommt nicht zurück. Nein? Der hat sich auch gar nicht beworben. Ach, aber wer soll denn da jetzt eingestellt werden? Wie hat es Ihr Sohn gesagt? Einer, dessen große Sachkompetenz im Moment vielleicht etwas brach liegt. Meinen Sie nicht, dass es Zeit ist, nach 80 Semestern endlich in die Praxis zu gehen? Frau Mertens, mit kriminellen Handlungen beschäftige ich mich höchstens literarisch. Manchmal muss man lügen, um Recht zu bekommen. Überlegen Sie sich's. Vergeltung. Ich fahre in die ehemalige DDR. Aber nur, um dort abzusagen.
Morgen früh bin ich wieder zurück. Ganz schön viel Reiselektüre für einen Tagesausflug. Also gut, ich geb's zu. Ich will's versuchen. Ach, das ist schön. Endlich ein Mensch mit Mut. Wirklich, Herr Hübner, wenn ich denke, was da alles schiefgehen kann. Kleinigkeiten. Stimmt. Eine Wohnung haben Sie doch schon da drüben. Das wird sich finden. Sie werden eine bekommen. Und was für eine? Ich werde Sie doch nicht im Stich lassen. Sehr geehrte Herren, in Ergänzung meines Schreibens und so weiter, selbstverständlich gehe ich davon aus, dass ein adäquates und geräumiges Domizil zur Verfügung gestellt wird, da meine Frau selbstverständlich mit übersiedeln wird. Hochachtungsvoll, Philipp Binger. Das Original müsste Ihrem Sohn bereits vorliegen. Eine Frau? Eine Frau Binger. Die Frau an seiner Seite. Seit 40 Jahren schon. Ich habe übrigens den alten Binger getroffen, bei mir im Buchladen. Schöne Grüße. Danke, Vater. Und ich soll dir ausrichten? Er zieht seine Bewerbung zurück. Du sollst mir das ausrichten? Du? Binger, ist das doch peinlich. Seine Frau hat es ihm verboten. Probleme. Ein Schreiben von Frau Binger. Sehr geehrter Staatssekretär, ich freue mich, an der Seite meines Gemahls nach Freital zu gehen. Dennoch muss eines geklärt werden. Wie Sie wissen, fährt mein Mann einen nagelneuen BMW 520i. Daher verlangen wir einen beheizten Garagenplatz in unmittelbarer Nähe des Gerichtes. Mit allen Mitteln. Sag ich ja. Übrigens mein Vater. Sehr erfreut. Böllmann. Guten Tag. Wissen die da drüben schon von diesem BMW 520i? Natürlich, aber die haben keinen beheizten Garagenplatz. Dieser BMW ist ein echtes Problem. Vater, warum mischst du dich in Dinge, die dich nichts angehen? Aber es ist wieder typisch. Immer hast du dich in meine Angelegenheit. Dinger macht dir Sorgen. Er sieht nicht gut aus in letzter Zeit. Diese neue Tätigkeit. Binger geht nach Freital. Ende der Debatte. Was willst du eigentlich hier? Liebe Wohlsagen. Tja, ich gehe weg von hier. Nach Spanien. Für immer. Vater, aber wir brauchen dich doch. Marga und die Kinder und ich. Ach, wirklich? Was machen wir denn nun mit diesem BMW? Und wenn wir diesem Binger einfach einen Dienst-BMW geben? Vater! Verstehe ich jetzt auch nicht. Binger hat Angst, sein eigener Wagen rostet im Winter ohne Garage. Beim Dienst-BMW dürfte ihm das ziemlich schnuppe sein. Doch logisch. Logisch. Herr Staatssekretär, jetzt weiß ich, von wem Sie Ihr analytisches Denken geerbt haben. Ja. Vater, vielleicht hast du hier noch weitere analytische Vorschläge zu unterbreiten. Automatik wäre beim so großen Wagen ganz praktisch. Na prima. Mein Vater hat jetzt hier das Sagen. Schreiben Sie. Automatik. Sonst noch was? Autotelefon? Warum nicht? Schiebedach? Schon genehmigt. Darf es noch ein bisschen mehr sein? Ist ein 5er BMW nicht ein bisschen popelig? Na, natürlich. Schreiben Sie einen 7er. Für einen Senatspräsidenten? Ist das legal? Nein. Aber mein Vater treibt mich ja in die Illegalität. Irgendwelche Farbvorschläge? Dunkelblau. Dunkelblau. Das Komische an der Sache, ich habe fast überhaupt kein schlechtes Gewissen. Warum auch? Das hat der Kanzler klipp und klar gesagt. Nach der Einheit geht's uns besser. Da hat er recht. Jetzt ratet mal, was ich gerade in der Buchhandlung gefunden habe. Recht und Gewissen von Dr. Philipp Binger. Jetzt können wir uns auf ihn einstellen. Die Gedanken und Meinung unseres neuen Chefs. Ein Leitfaden für den jungen Juristen. Eben.
aus dem Jahre 1955. Es geht voran. Könntest du einmal dein Misstrauen lassen. Mit Binger haben wir das Große losgezogen. Ja. Ein Mann mit außerordentlichen pädagogischen Fähigkeiten. 1979? Bin ich endlich zum Senatspräsidenten ernannt worden? Verregneter Urlaub im Sauerland. 1976? Habe ich mir das Rauchen abgewöhnt. Man fragt sich, wo das Geld für den Aufschwung Ost geblieben ist. In BMWs der 7er Reihe. Als Richter kein Widerspruch. Zeigen Sie dem Angeklagten, aber auch Ihren Untergebenen im Gericht, wer Herr ist im Hause. Ihr Wort ist Gesetz. Man hat sich Ihnen bedingungslos zu unterwerfen. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang ein wichtiges Thema ansprechen. Das äußere Erscheinungsbild des Richters und des Staatsanwaltes. Er soll die Würde und die Autorität, zu der ihn sein hohes Amt verpflichtet, auch nach außen hin sichtbar machen. Der kommt im Frack. Möchtest du aufstehen? Diese Bingers, ich meine Herr und Frau Binger. Zwei Menschen, die füreinander geschaffen waren. Sind. Dass es das heute noch gibt. Nach 40 Ehejahren immer noch. Immer noch? Ich meine. Das weiß ich in Freital. Doch nun wirklich keine. Morgen. Bingers Anzug. Ich finde den ja auch grauenhaft. Ich dachte nur, vielleicht hilft dir das Ding. Aber sicher wird dir sowas überhaupt nicht stehen. Bestimmt nicht. Man fühlt sich doch gleich ganz anders. Was siehst du? Aber vielleicht ein bisschen hochgestochen für einen einfachen Richter in einem kleinen Kreisgericht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Thank you.
beeil dich, er kann jede Minute hier sein. Was soll man machen? Kleiner, einfacher Richter habe ich mich hier beworben. Und was ist aus mir geworden? Eine Führungspersönlichkeit. Direktor, das kann ich doch gar nicht. Wie soll ich denn das machen? Direktor, da weiß ich überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Der kann sich durchsetzen. Und das werden wir zu spüren bekommen. Krause, Sie sind hier der Staatsanwalt? Genau. Frau Lenz, Richterin, Herr Sauer, Richter. Richter auf Probe, 2 Jahre. Erst dann wird ja endgültig über uns entschieden. Herr Krause. Wollen Sie hier nicht Direktor werden? Herr Direktor. Des Justizministers hat nun seitens der Direktion eine Neuregelung des Geschäftsverteilungsplans zu erfolgen. Geschäftsverteilungsplan? Geschäftsverteilungsplan der Strafsachen. Der Geschäftsverteilungsplan. Natürlich. Natürlich. Tja. Ja. Verteilen wir die Geschäfte doch nach dem Lustprinzip. Jeder pickt sich die Fälle, die ihm Spaß machen, einfach raus. Die Arbeit soll doch schließlich Freude bereiten. Ja, also alphabetische Reihenfolge oder nach der Eingangsnummer? Herr Krause, kennen Sie sich eigentlich aus in Geschäftsverteilungsplänen? Natürlich. Dann zeigen Sie es. Und du lässt dich auch noch darauf ein. Gib mir eine Chance, dass er mich beweisen kann. Bloß gut, dass er mich nicht gefragt hat. Das ist fantastisch. Das sind eben Führungsqualitäten. Die Aufgaben werden delegiert. Delegiert? Na, das kennen wir doch. Wir sollen für ihn die Arbeit machen. Brigitte, wir sollten uns mit unserer Meinung etwas zurückhalten. Ach, schon wieder. Ja? Sie könnten mir eine riesige Freude machen. Aber gern. Wenn Sie mir Ihr Buch signieren würden. Mein Buch? Ihr Buch. Mein Buch. Alles wissen die jetzt. Diesen Wiener so spielen, wie er hier im Buch steht. Das könnte sonst gefährlich werden. Wenn ich diesen Schrott vorher gelesen hätte. Dann? Niemals in meinem Leben hätte ich mich darauf eingelassen. Niemals. Du hast wahrscheinlich recht. Fahren wir zurück nach Frankfurt. Einfach aufgeben. Ein Richter, der keine Respektperson ist, schadet dem gesunden Rechtsgefüge. Wie willst du das auch machen? Als Buchhändler. Du bist einfach zu weich. So denken alle über mich. Alle. Mein Sohn und alle. Zu weich.
und so verständnisvoll für einen Richter. Einer, der nie was zu Ende bringt, der immer aufgibt. Schon dein Jurastudium. Aber ich kann auch anders, ganz anders. Red dir nichts ein, Franz. Du wirst dich verraten mit deiner ewigen Gutmütigkeit. Gutmütigkeit? Von wegen Gutmütigkeit. Ich will ihn einen Binger hinlegen, das nur so kracht. Wenn ich um Ruhe bitten dürfte. Wir beginnen den Unterricht mit Recht und Gewissen. Kapitel 5, 123 und... Herr Krause, ich höre. Die Autorität des Gerichts, der sich der Angeklagte bedingungslos zu unterwerfen hat, wird durch die klare Anordnung des Verhandlungssaales unterstrichen. Nimm mal ganz ehrlich. Dieses Buch Recht und Gewissen, wie finden Sie das? Ausgezeichnet, Herr Binger. Das sind klare Gedanken, Sie reden nicht drum herum, Sie treffen den Kern der Sache. Ich bin beeindruckt. Wirklich? Und Sie? Ich schließe mich meinem Vorredner an. Aber Sie? Doch. Das Buch hat mir geholfen. Geholfen? Wobei? Ich kann jetzt wieder ruhig schlafen. Ich hatte Angst, ob ich mich umstellen könnte auf das neue Rechtssystem, aber eigentlich kann ich da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Ein paar neue Paragraphen, aber die Grundidee bleibt gleich. Oder? Gleiche wie gestern. Oh. Mahlzeit. Mahlzeit, Herr Rechter. Danke, Genossen. Warum sitzen Richter immer oben? Umgekehrt muss es sein. Das Volk blickt auf das Gericht runter. Richtig, der Angeklagte. Wo sitzen wir den Angeklagten hin? Moment. Zwischen die Zuschauer. Moment. Gut, der Angeklagte sitzt zwischen den Zuschauern. Zwischen all den braven Bürgern, den ewig Unschuldigen, die sich klammheimlich freuen, dass sie es nicht gewesen sind. Jeder Mensch ist fähig, jede kriminelle Handlung zu begehen. Wer leitet nun eigentlich die Verhandlung? Laut Geschäftsverteilungsplan. Ja. Sie. Ich rufe auf. Das Verfahren, den Angeklagten, den Zeugen, Belehrung des Zeugen, Zeuge nach draußen. Komisch. Das ist nun meine erste Verhandlung, Herr Staatsanwalt der Bundesrepublik. Ich weiß, wie Ihnen zumute ist. Sie können sich sicher nicht mehr an Ihren ersten Prozess erinnern. Ob's heute wäre. Und der Verhandlungssaal in diesem Zustand. Ist sowas denn überhaupt erlaubt? Sicher nicht. Aber ob's strafbar ist? Sicher. Ich mag gar nicht an den Skandal denken. Der Binger konnte eben als Richter auch nicht immer so, wie er wollte. Jetzt, wo er nichts mehr zu verlieren hat? Fühlt er sich ein Traum? Ja, der hat nichts zu verlieren. Der nicht. Aber das ist ja furchtbar. Furchtbar. Sie treibt und treibt mich. Dabei wollte ich doch nur... Egal. Und vor allem, sie liebt Philipp Binger. Aber das ist doch schön, wenn Ihre Frau sie liebt. Verstehen Sie doch, sie will, dass ich werde wie Philipp Binger. Verstehe ich nicht. Wie Binger vor 20 Jahren. Ein junger Spund. Ich kann das doch überhaupt nicht. Nicht mehr.
auch so schnell. Wenn ich ihm bloß irgendwie helfen könnte. Aber wie? Vielleicht könnten wir, ich meine Frau Lenz und Herr Sauer, wenn Sie wollen, Ihnen hier und da einen Prozess abnehmen. Hier und da einen? Alle? Alle. Er kann es einfach nicht mehr. Einer von euch muss die Verhandlungen übernehmen. Ich hab's geahnt. Das hat er ja fein eingefädelt. Ach was. So, jetzt muss ich auch mal was sagen. Jahrelang habe ich hier die Schnauze gehalten. Aber wenn meine Kollegen offen verheizt werden sollen, das mache ich nicht mit. Dietmar. So, und jetzt werde ich diese Verhandlung vertagen. Es kann angerichtet werden. Das ist Jana, unsere neue Perle. Schikanier sie nicht wieder, Philipp. Es ist nicht einfach, heutzutage Personal zu bekommen. Was brauchen wir, eine Dienstmagd? Wir sind doch hier nicht die Koloniale. Du willst deine Socken selber stopfen, den Abwasch machen, staubsaugen, Fenster putzen. Ich? Wer sonst? Die Frau des Senatspräsidenten? Ja, aber deswegen. Aber wenn du sie rausschmeißen willst, bitte schmeiß sie raus. Jana, der Herr Binger hat Ihnen etwas zu sagen. Ja, dann. Auf gute Zusammenarbeit. Also, meine Herren, wir sind uns einig. Hübner, fabelhaft. Ein Volltreffer, mit Ihnen geht's bergauf. Philipp Binger in Beitrittsgebiet, ausgerechnet Binger. Wie haben Sie das geschafft? Stundenlange persönliche Gespräche, Herr Minister. Der Ministerpräsident ist begeistert. Ach, das wissen Sie ja nicht. Der Ministerpräsident und Binger sind doch... Verstehe. Schon seit Jahren will der Ministerpräsident seinem alten Spezi das Bundesverdienstkreuz umhängen. Gesucht haben wir. Jahrelang gesucht, aber es war nie ein vernünftiger Grund, dafür zu finden. Aber jetzt, dank Ihnen. Was hört man von Dinger? Ganz der Alte. Hart, aber gerecht. Herr Krause, Sie könnten mir noch weitere unangenehme Klinge abnehmen. Selbstverständlich, Herr Binger. Gern. Wagner ertrage ich nicht. Danke. Aber meiner Frau gegenüber, Sie wissen schon. Sie können sich auf mich verlassen. Das Problem Binger wäre gelöst. De facto bin ich jetzt Direktor. Aha. Ich tue das für euch. Die Probezeit ist so gut wie bestanden. Die Beurteilung können wir selbst verfassen. Der unterschreibt alles. Wenn man nur herausbekäme, was los ist mit dem. Ich glaub's einfach nicht. Die schicken doch keinen Senatspräsidenten hierher, damit er Tulpenzwiebeln in den Gefängnisgarten steckt. Sieben Verhandlungen am Tag. Manchmal führt er auch 9 oder 10. Für uns bleibt da kaum noch was übrig. Und wie? Brillant. Und ein Gedächtnis hat der Mann. Und ist er hart? Fuchs. Er kann richtig starrsinnig werden, wie? Wenn Sie das sagen. Man könnte ihn hassen. Muss ich darauf antworten? Also doch. Hast du heute Verhandlung? Ich denke schon. Ich hab's ja nicht geglaubt. Aber sie sind tatsächlich auf dich reingefallen. Kunststück. Wo soll ich dich absetzen? Nirgends, ich komme mit. Mit wohin? Ich möchte mir endlich mal eine deiner Verhandlungen ansehen.
Ich habe aber jetzt Verhandlungen. Die haben nicht Sie, die habe ich. Ah, Herr Krause! Oh, das ist aber eine Überraschung. Aber das geht nicht. Was hier geht, was hier nicht geht, bestimme ich. Verstanden? Der alte Binger. Ich hab's Ihnen gesagt. In der Strafsache Halzenbeck ergeht im Namen des Volkes das folgende Urteil. Der Angeklagte wird verurteilt wegen Diebstahls zu 80 Tagessätzen nach 70 D-Mark. Angewandte Strafvorschrift, § 242 StGB. Die Kosten des Verfahrens trägt der Angeklagte. Am 4.10. dieses Jahres nahm der Angeklagte im Radiogeschäft der Firma Mendel einen Kassettenrekorder an sich und versuchte, das Geschäft ohne Bezahlung zu verlassen. Dieser Sachverhalt ist erwiesen aufgrund des Geständnisses des Angeklagten. Gegen das Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung oder der Revision zulässig. Die Verhandlung ist geschlossen. Es ist üblich, dass die Zuschauer sich erheben, wenn das Gericht den Saal verlässt. Mal bitte. Tut mir ja leid. €5.600. Etwas habe ich nicht. Wenn ich mich ein bisschen dran beteilige. Richter, der dem Verurteilten die Strafe bezahlt. Fast könnte man meinen, das ist alles ein abgekartetes Spiel. Also eins steht fest, der hat hier eine andere Funktion. Der soll doch nicht über Angeklagte urteilen. Sondern? Und der Herr Hübner, der Buchhändler, der spielt jetzt den Herrn Binger. Ja, und stellen Sie sich vor, es macht ihm sogar Freude, den Herrn Binger zu spielen. Ah, verstehe. Dann spielt er den Binger sicher perfekt. Der spielt ja den Binger gar nicht mehr. Der entwickelt sich nach und nach selbst zum Binger. Ah, verstehe. Dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. Nichts, verstehen Sie, alles ist schiefgegangen. Wenn ich geahnt hätte, wie sich aus einem gutmütigen Buchhändler ein gnadenloser Richter entwickelt. Ich glaube, jetzt verstehe ich Sie. Könnte es sein, dass Sie sich in den Buchhändler Hübner ein bisschen verliebt haben, Frau Mertens? Ach was. Und sagen Sie besser wieder Frau Binger zu mir. Sonst kommt doch noch alles raus. Was die Person Philipp Bingers angeht, sollten wir unsere Haltung ändern. Haltung ändern? Ich möchte Binger mit einem persönlichen Schreiben meine Reverenz erweisen. Etwas Anrührendes. Emotionales? Ja. Ist in Arbeit. Sehr geehrter Herr Binger, wir alle sind hier tief bewegt, dass die deutsche Wiedervereinigung offensichtlich auch zu einer Wiedervereinigung im Privaten geführt hat. Wie erschüttert waren wir doch, als wir vor 15 Jahren erfahren mussten, dass die Ehe mit ihrer reizenden Frau Gemahlin offensichtlich gescheitert war. Also die Frau verstehe ich. Muss eine ziemlich schmutzige Sache gewesen sein damals. Ja.
Erlauben Sie mir, dass ich meiner tiefen Freude darüber Ausdruck verleihe, dass Sie nun wieder zusammengefunden haben, um gemeinsam die große Herausforderung unserer Nation zu meistern. Bravo, Böllmann. Unser Schreiben wird diesem blöden Binger sehr nahe gehen. Hätten Sie gedacht, dass es hier an diesem Ort Dinosaurier gegeben hat? Nein. Ich kann's belegen. Hab Dokumente gesammelt, von der Frühgeschichte bis zum November 89. Und dann? Dann hat mich die ganze Geschichte nicht mehr interessiert. Meine Frau sagt immer, ich soll's veröffentlichen, aber einen Verlag finden. Oh, da gibt's Möglichkeiten. Sie kennen einen? Einen? Es gibt wohl keinen Verlag, mit dem ich nicht schon mal beruflich zu tun gehabt habe. Als Richter? Ja, ja. Als Verlagsrichter. Verlagsrichter? Sie würden das weiterleiten? Selbstverständlich. Plötzlich ergibt alles einen Sinn. Lapkowski, ehemaliger zweiter Kreisvorsitzender. Bei dem ist der Binger an der Quelle. Und ich habe mich noch für ihn eingesetzt, dass er hier anfangen konnte, als seine Parteikarriere flöten ging. Menschlichkeit ist eben gefährlich. Na und? Kann mir doch Schnuppe sein. Soll er auch mit Krakowski reden? Über mich meinetwegen. Eben, wenn Sauer damit Probleme hat. Ich? Das ist ja lächerlich. Worüber die wohl reden? Glauben Sie, wenn das alles aufgeht, wie das hier blüht. Es gab da diese beiden Fälle. Republikflucht. Muss ich damals zur Anklage bringen als Assistent während der Urlaubsvertretung. Hab's zwar geschafft, dass ich nicht verhandeln musste, aber auf dem Fragebogen vom Prüfungsausschuss habe ich es nicht angegeben. Und damit? Mach dir keinen Kopf. Solange wir nicht genau wissen, dass das das Material ist. In Ihrem Fach war ein Brief für Sie aus Wiesbaden vom Staatssekretär Hübner. Ist noch was? Nein. Ich wollte noch was kopieren. Der Herr Krakowski ist eigentlich ein netter Kerl, oder? Tja. Seine Art fossilt. Sein Lebensinhalt besteht offensichtlich darin, in der Vergangenheit zu wühlen. In der Vergangenheit? Er hat mich geradezu überhäuft mit alten Dokumenten. Alte Dokumente? Aus grauer Vorzeit, als hier noch ganz andere Sitten herrschten. Und was, ich meine, was werden Sie denn damit machen? Er wird's weiterleiten. Wissen Sie, wie das ist,
wenn einen jemand, den man trotz allem irgendwie mag, perfide hintergangen hat? Ja, Herr Binger. Na, siehst du? Dokumente. Aus grauer Vorzeit. Ende der 70er. Passt genau. Aber der mag dich. Trotz allem. Obwohl, er fühlt sich irgendwie auch hintergangen von dir. Und? Ja. Er wird es weiterleiten. Aus. Alles aus. Soll ich den Mokka servieren, Frau Binger? Ja, bitte. Frau Binger. Das ist überhaupt nicht die richtige Frau Binger. Aber das weiß ich doch. Sie sind ja auch nicht der richtige Herr Binger. Dann wissen Sie sicher auch, wo die richtige Frau Binger sich momentan aufhält. In Spanien, beim richtigen Herrn Binger. Und genau das ist nicht richtig. Die Frau an seiner Seite. Von wegen. Seit 15 Jahren geschieden. Aber mit mir kann man es ja machen. Alles Gute, Herr. Egal. Sie haben es vielleicht nicht gemerkt, aber die Frau Mertens hat Sie wirklich gern gehabt. Sie, den Herrn Hübner. Das ist das Kleid von Frau Binger. Die Frau Binger habe ich ziemlich blöd gespielt. Ich glaube, ich habe dich, sie so behandelt, wie Binger mich behandelt hat all die Jahre. Frau Mertens, wollen wir diese Frau Binger nicht einfach begraben? Ich habe dich aber auch ganz schön hintergangen. Einen einzigen Prozess habe ich geführt. Hab mich einfach nicht getraut. Du warst genial. Gartenarbeit ist schließlich nicht strafbar. Vielleicht können wir von hier verschwinden, ohne dass es einer gemerkt hat. Du reichst einfach in den nächsten Wochen deine Entlassung ein und dann gehen wir zusammen zurück nach Frankfurt. Die Sonne. Wollen wir sie wieder aufgehen lassen? Ich hab gehört, du hast Probleme, Karl. Hört er immer noch alles? Ich lass doch einen alten Datschen-Nachbarn nicht untergehen. Egal, was für ein Material dieser Binger über dich hat, unser Material über ihn ist besser. Rat mal, was der junge Richter Philipp Binger vor 45 gemacht hat. Nein. Doch, das.
Genau das. Richter an einem NS-Sondergericht hier in Dresden. Deshalb hatten die Kollegen das Zeug jahrelang im Bunker. Ekelhafte Urteile. Bis kurz vor Kriegsende noch. Hier zum Beispiel. Da hat ein 16-Jähriger einen Sack Kartoffeln geklaut. Todesstrafe wegen Wehrkraftzersetzung. Noch in den letzten Kriegstagen. Eiskalt. Dieser Binger hat sogar noch die ordnungsgemäße Vollstreckung protokolliert. Mit Unterschrift und Datum. Oder hier, eine junge Frau. Das reicht. Und ausgerechnet so einer schnüffelt in meiner Vergangenheit rum. Jetzt ist auch klar, warum der unter Gedächtnisschwund leidet. Wen rufst du an? Presse! Eine einzige Tulpenzüge würde dieses Nazi-Schwein mehr in unserem Vorgarten setzen. Hast du vergessen, dass der immer noch meine Akten hat? Na und? Was nutzt mir das Zeug noch, wenn es in der Presse gestanden hat? Ach so. Du möchtest deine Vergangenheit eintauschen gegen diese Vergangenheit? Was entsteht, wenn man ein Wessi mit einem Ossi kreuzt? Na? Ein arroganter Arbeitsloser. Tja. Wir haben das letzte Mal über die Straftatbestände Gewaltverherrlichung und Volksverhetzung gesprochen. Wir fahren fort mit... Paragraph 142. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Sie ein haben Delikt, da was übersprungen. So, was denn? Paragraph 132 und 132a. Amtsanmaßung. Missbrauch von Titeln. Tja. Was soll ich darüber sagen? Fällt mir überhaupt nichts ein dazu. Welches Amt könnte man sich schon anmaßen, anzumaßen? Das Richteramt zum Beispiel, Herr Binger. Das Richteramt? Ein Richter, der gar kein Richter ist? Absurd, aber lustig. Na schön, nehmen wir nehmen wir einen Buchhändler aus Frankfurt am Main, der sich ein Richteramt an einem kleinen Gericht in Sachsen, das er im Freital erschlichen hat. Kein Examen und der BMW war auch erschlichen. Na gut, nehmen Sie einen nicht. Nehmen Sie mich als Beispiel. Vergegenwärtigen Sie sich, was ich hier alles getan habe. Haufenweise gefälschte Unterschriften. Lassen Sie nicht aus, aber fügen Sie auch nichts hinzu. Tja, dann Herr Staatsanwalt, halten Sie Ihr Anklageplädoyer. Mir ist eine Bewährungsstrafe, ist da einfach nicht drin. Bewährung? Für den? Der hat doch genau begriffen, dass ich seine Vergangenheit gemeint habe. Der kalte Schweiß stand ihm auf der Stirn. Seine Nazi-Vergangenheit steht hier aber nicht zur Debatte. Wir müssen diese absurde Buchhändlergeschichte durchspielen, das ist die Aufgabe. Und wenn wir uns selbst ablehnen wegen Befangenheit? Du willst den doch schonen, nicht? Damit er dich schont. Vielleicht bin ich nicht in der Situation, dir den Aufmüpfigen zu spielen. Vielleicht solltest du wirklich kein Staatsanwalt mehr sein, Krause. Nazi-Verteidiger wäre besser. Durch sein vorsätzliches und verantwortungsloses Handeln hat der Beschuldigte dem
Vertrauen der Bevölkerung in die Justiz schwersten Schaden zugefügt. Er hat ein unverhältnismäßig hartes, ein Terrorurteil gefällt, sich also auch der Rechtsbeugung schuldig gemacht. Bei der Strafzumessung ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass die Justiz nicht wieder in den Verdacht geraten darf, in den eigenen Reihen blind zu sein. Ich beantrage daher eine Haftstrafe in Höhe von 5 Jahren. Sie sind nicht einverstanden. Als Staatsanwalt sollten Sie auch versuchen, den Angeklagten zu verstehen. Verständnis? Herr Binger, wollen wir nicht endlich aufhören, uns gegenseitig etwas vorzuspielen? Also meine wahre Vergangenheit? Ja. Irgendwann muss das hier rauskommen. Lassen Sie mich bitte nicht falsch verstehen, bitte. Ich billige keinesfalls, was Sie getan haben. Keinesfalls. Trotzdem, irgendwie kann ich Sie auch verstehen. Wirklich? Wenn Sie mich doch auch verstehen würden. Was habe ich denn anders getan als Sie? Ich hatte auch geglaubt, dass es rechtmäßig ist, was ich getan habe. So wie Sie es doch auch geglaubt haben. Nein, nein, das habe ich nie geglaubt. Ich war mir von vornherein im Klaren, dass ich strafbare Handlungen begehe. Bin doch nicht bekloppt. So. Aber was haben Sie denn schon getan? Juristisch gesehen. Sie haben Recht gesprochen. Geltendes Recht. Aber in ziemlich krimineller Weise, finden Sie nicht? In moralischem Sinn, ja. Aber andererseits, Sie haben einem, wie soll ich sagen, einem höheren Befehl gehorcht. Höherer Befehl? Höherer Befehl. Höherer Befehl. Ja, ich bin ja schon irgendwie reingezogen worden. Stimmt eigentlich. Sehen Sie, in sowas wird man reingezogen. Deshalb ist man dafür nicht verantwortlich zu machen, juristisch. Finden Sie? Schuld sind die, die Sie gezwungen haben. Ja, aber ich hätte Nein sagen können, ich hätte Nein sagen müssen. Ich kann das jetzt nicht abwälzen, nein, nein. Es hat mich niemand dazu gezwungen. Es war meine freie Entscheidung. Ja, aber warum haben Sie es denn getan? Ich wollte mal probieren, wie das ist. Sehen, wie man sich fühlt dabei. Es war mein Lebenstraum, sowas mal zu machen. Ein Lebenstraum? Ja, verstehen Sie doch. Ich habe mich damit gewissermaßen selbst verwirklicht. Verdammt doch mal, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe bewiesen, dass ich es kann. Jawohl. Was starren Sie mich denn so an? Was habe ich denn schon groß angerichtet? Es war ein Schabernack, ein Späßchen war's. Na und? Ja, die Chefredaktion, bitte. Dein Vater! Sven, ich musste was beichten, jetzt wo sowieso alles rausgekommen ist. Vater, das ist eine ganz schlechte Leitung, Vater. Kein Wunder, weißt du, wo ich bin? In Spanien. Man hört es ganz weit weg. Nein, nein, ich bin in der ehemaligen DDR. DDR! Ja, genau, hört sich an wie eine alte DDR-Leitung. Wie ist das Wetter in Spanien? Hallo? Sven! 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 Nur ein bisschen kriminell sein und schon bekommt man das Bundesverdienstkreuz. Na,
Aber im Untertauchen macht mir so schnell keiner was vor. Brombeer, stell dir vor, du stehst in der Zeitung. Wirklich, Herr Krause, ich weiß nichts von einer Akte in einer grün-gelben Plastiktüte. Suchen Sie. Wenn ich diese verdammte Akte nicht bekomme, können Sie die Geschichte Ihres Mannes morgen früh in der Zeitung lesen. Na und? Im Grunde genommen ist es doch eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Lustig. Spanien? Unmöglich. Doch, ein Telegramm. Philipp Binger, Senatspräsident AD, Costa del Sol, Spanien. Wer das Bundesverdienstkreuz nicht annehmen, stopp. Möchte nicht, dass meine Person durch Preisverleihung noch einmal in die Öffentlichkeit tritt, stopp. Habe meine Gründe, bitte um Verständnis, Philipp Binger. Das verstehe ich nicht. Sven, ich will nicht lange drum herum reden. Du erfährst es ja doch. Ich bin Philipp Binger. Bitte? Ich bin Philipp Binger. Du meinst, du hast unter dem Namen Philipp Binger ein Schreiben an uns gerichtet, in dem du... Ja, und es tut mir leid, Sven. Alles klar. Du glaubst mir das nicht. Oh, doch, Vater, ich glaub dir das. Und nun, was machen wir denn jetzt? Wir vergessen diesen kleinen Scherz. Ein Scherz eben. Sven, Junge, ich wusste es ja, du verstehst deinen alten Vater. Dir ist aber klar, dass du auf diese Weise meine Karriere ruinierst. Ja. Philipp Binger hat mir durch sein großes Engagement in Freital außerordentlich genutzt. Das freut mich. Das freut dich. Weil ich Binger bin. Vater, würdest du jetzt bitte damit aufhören? Deswegen bin ich ja hier, weil ich damit aufhören will. Schluss, aus. Na, endlich. Und du gehst jetzt schön nach Hause und Philipp Binger bleibt ungestört in Freital. Auf Wiedersehen. Binger kann in Freital nicht weitermachen, wenn ich nach Hause gehe. Und warum nicht? Weil ich Philipp Binger bin. Vater, du gönnst Binger das Bundesverdienstkreuz nicht. Eigentlich wird es ja mir zustehen. Ist ja egal. Dir? Natürlich. Vater, ich kann es ja auch nicht ändern, dass du keinen... Aber bitte gönn doch anderen Menschen ihren Erfolg. Ich persönlich werde Binger das Bundesverdienstkreuz überreichen. Du? Ich. Das bedeutet, ich werde offiziell eine Amtshandlung des Ministers durchführen. Damit ist die Nachfolgefrage in aller Öffentlichkeit geklärt. Zu meinen Gunsten. Junge, du darfst Binger den Orden nicht umhängen. Oh, doch. Nächste Woche fahre ich nach Freital. Sven, das wäre das sichere Ende deiner Karriere. Fahr da nicht hin. Bitte. Und warum nicht? Weil ich Binger bin. Raus. Brigitte, du hättest das Entsetzen dieser Frau sehen müssen. Ich kann das Material nicht an die Presse geben, kann ich nicht. Ohne eine Gegenleistung sollten wir es wirklich nicht weiterleiten. Na, deine Vergangenheit muss ja ganz besonders glorreich sein. Kotzt mich alle an. Thank you.
Lotte. Verhältnisse geklärt? Er glaubt mir nicht. Wir müssen weiterspielen. Weiterspielen? Das ist kein Spiel. Jetzt weißt du, wenn du die ganze Zeit gespielt hast. Oh Gott. Ja. Verpiss dich! Dann hat Krause im Restaurant also Bingers Nazi-Vergangenheit gemeint. Da bin ich ja gar nicht aufgeflogen. Jetzt glauben Krause und die anderen immer noch, ich bin Binger. Das ist ja das Furchtbare. Stimmt. Charlotte, wir beenden unser Abenteuer. Egal, was geschieht. Für Sven wäre es die Rettung. Wenn Krause das NS-Material an die Presse weitergegeben hat, da ist da nichts mit dem Bundesverdienstkreuz. Die können ja gar nicht anders. Die werden die Sache wie üblich wieder vertuschen, den Richter Binger heimlich still und leise zurückziehen und keiner hat's gemerkt. Und keiner hat's gemerkt. Charlotte, wir spielen weiter. So ein, zwei Tage, bis die Sache in der Presse steht. Haben Sie es weitergeleitet? Nein, noch nicht, aber ich tue es. Bestimmt. Kommen wir zur Sache. Herr Krause, Sie haben das Material in die Presse geschickt. Nein. Dann tun Sie es bitte. Und eine Kopie an das Ministerium in Wiesbaden per Express. An alle Zeitungen muss es. Alle sollen es wissen, alle. Warum sollen es alle wissen? Damit das verdammte Lügenspiel endlich ein Ende hat. Können Sie nicht verstehen, dass es eine Erleichterung ist, wenn alles raus ist? Schieben Sie es ab. Bitte. Der Unterricht wird aus. Also, Moment mal. Ganz langsam. Ein Nazi fliegt uns an, dass wir seine Verbrechen an die Presse weiterleiten. Komischer Nazi. Das ist kein Nazi. Woher hast du dieses Material? Na ja, Kontakte. Welche Kontakte? Alte Kanäle, muss nicht jeder wissen. Und wenn dieses Material nun gar nicht echt ist? Das ist Spielmaterial. Wenn sie dir nur deine alten Kanäle nachweisen wollen. Ich habe mich auch gewundert, warum die das sofort parat hatten. Klar, deshalb war Frau Binger auch so ahnungslos. Dieses neue System ist genauso anstrengend wie das alte. Kinder, habt ihr schon gehört? Unser Chef soll das Bundesverdienstkreuz bekommen. Sven, immer noch keine Post aus Freital. Wirklich nichts? Nein, verflucht noch mal. Dann sage ich es dir jetzt noch mal. Fahr nicht zu dieser Ordensverleihung nach Freital. Ich weiß, du bist Philipp Binger. Viel schlimmer. Binger ist ein Nazi-Richter. Vater, deine Missgunst meiner Karriere gegenüber nimmt langsam pathologische Züge an. Ich werde Minister und du wirst mir das nicht versauen. Ich fürchte, es wird mir nichts anderes übrig bleiben. Verdammt nochmal. Es muss doch möglich sein, dieses verfluchte Bundesverdienstkreuz nicht zu bekommen. Chance.
falsch. Moin, wir sind übrigens sturzbetrunken. Ja, aber nicht erwischen lassen. Fahrerlaubnis, bitte. Ich fürchte, die Karriere des Herrn Binger ist beendet. Reiner Schnaps. Schön. Irgendwie tut es ja nicht besonders leid. Das Untersuchungsprotokoll geht Ihnen dann zur Erstattung. Ja, danke. Welche Akten? Tue ich aber nicht. Ich würde eine kleine Vorleistung erbringen. Und Sie können sich in Ruhe überlegen, ob Sie sich irgendwie dankbar erweisen wollen. Sie Volldrottel. Ja, glauben Sie denn, ich fahre zum Spaß besoffen durch Dresden? Wissen Sie, was Sie da gerade getan haben? Das war's dann wohl. Jetzt ist meine Gegenwart genauso finster wie meine Vergangenheit. Aber wenn dieses Material vielleicht doch echt ist, was hab ich denn noch zu verlieren? Ich sollte es diesem Staatssekretär aus Wiesbaden überreichen bei der Ordensverleihung. Wenn es aber nicht echt ist. Vor wie Honecker. Franz, bitte, der nicht auch noch. Wie Honecker am 40. Jahrestag der DDR. Wenn du es nicht machst, ich mach's. Was wir auch machen, wir machen Fehler. Wo ist denn Herr Binger? Wir haben ihn noch nicht gesichtet. Herr Staatssekretär. Ja? Vielleicht machen Sie gleich einen großen Fehler. Wer macht keine Fehler? Also vielleicht mache auch ich einen großen Fehler. Schade um das schöne Buffet. Wird wahrscheinlich keiner anrühren. Bestimmt nicht. So versucht, dir klarzumachen. Ich bin wirklich. Vater. Wenn wir aus dem Fenster klettern, da draußen ist ein Sims. Und schwupps sind wir verschwunden. Es reicht. Das ist mein Vater. Er würde sich jetzt gern Dresden anschauen. Herr Klafke, vielleicht können Sie ihn im Dienstwagen ein wenig umherfahren. Wir haben Sie schon überall gesucht, Herr Senatspräsident. Tag, Herr Binger.
Wieso ist Herr Binger Ihr Vater? Und wieso soll er sich jetzt Dresden ansehen? Der Herr Binger ist der Vater des Staatssekretärs? Natürlich ist Herr Binger mein Vater. Mein Doktorvater. Aber Frau Binger, Sie sitzen selbstverständlich auf einem Ehrenplatz in der ersten Reihe. Ihnen das Bundesverdienstkreuz überreichen, Herr Binger. Das kannst du mir nicht antun. Tun Sie es, Krause. Das ist eine Dienstanweisung, Krause. Begreifst du jetzt? Wer weiß von dem Material? Krause, Sauer und Brigitte Lenz, ehemalige DDR-Juristen. Problem erkannt, Problem gebannt. Die drei werden sofort ernannt auf Lebenszeit. Siehst du sonst noch irgendwelche Probleme? Naja, mich? Brüssel. Brüssel? Brüssel, EG-Kommission. Sven? Was soll ich denn machen? Soll ich hier öffentlich verkünden, dass ich meinen eigenen Vater selbst als falschen Richter eingesetzt habe? Du bist wahnsinnig. Du machst deinen eigenen Vater zum Nazi. Als falscher Richter gehst du in diesem Land ein paar Jahre im Knast. Aber als Nazi-Richter. Ob das heute noch was wird? Hoffentlich nicht.